Willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist ein ziemlich besonderer Tag, denn Lotti hat Geburtstag. Und erzähl mal ein bisschen, wie war der Tag so? Ach, es war richtig schön. Jonas hat mich erstmal mit einem schönen Frühstück überrascht. Wir haben ganz entspannt gefrühstückt und ja, ich habe ausgeschlafen, das ist auch immer sehr schön. Und dann kam Jonas plötzlich mit einer Überraschung um die Ecke, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Also ich kann es immer noch kaum glauben. Wo fange ich da am besten an? Am besten fängt man nochmal ganz von vorne an. Und zwar vor ein paar Wochen hat Jonas ein paar Autohäusern in Leipzig geschrieben. Denn vielleicht wissen das viele von euch, führen wir eine Fernbeziehung. Ich wohne in Berlin, Jonas ist ja in Leipzig. Und es kam mal die Idee auf, dass ja eigentlich ein Auto ganz praktisch wäre für mich, einfach fürs Pendeln. Und ich wollte mir eigentlich schon, also ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir ein Auto zum Leasen hole, aber ich habe noch nie ein Auto im Alltag getestet, deswegen wollte ich das total gerne ja erstmal ausprobieren, bevor man sich direkt ein Auto zum Leasen holt. Und da hat Jonas ein paar Autohäuser angeschrieben und mal gefragt. Letztendlich hat sich sogar ein Autohaus zurückgemeldet. Das hat Jonas mir auch erzählt und er hat auch gesagt, dass es vielleicht klappen könnte, dass ich ein Auto für ein paar Wochen, ein paar Monate mal testen könnte, bevor ich mich dann wirklich vielleicht für ein Leasing entscheide. Aber ich wollte es halt erstmal im Alltag testen, bevor man halt ja einen Leasingvertrag unterschreibt und dann das Auto an der Backe hat. Und ja, tatsächlich hat das Autohaus sich, wie gesagt, zurückgemeldet. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es einfach so schnell anscheinend klappt. Jonas war nämlich schon vor Ort bei dem Autohaus und hat mit denen gequatscht. Er hat mir aber verheimlicht, dass sie anscheinend schon einen Abholtermin vereinbart haben. Und der ist nämlich heute an meinem Geburtstag. Und da fahren wir jetzt auch bald hin. Vor allem, das hätte ich ja nicht gedacht, dass du das so gut verheimlichen kannst. Weil ich habe wirklich schon öfter mal gesagt, so, boah, bin mal gespannt, ob die sich zurückmelden. Das wäre ja einfach so genial. Und ja, dass du das einfach verheimlicht hast. Also richtig cool. Also die Überraschung ist dir auf jeden Fall richtig, richtig gelungen. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Deswegen holen wir uns jetzt noch in unserem Lieblingscafé einen Kaffee. Vielleicht ein Frühstück noch oder so. Das klingt sehr gut. Ja, genau. Dann fahren wir zum Autohaus. Ich freue mich. So, wir sind jetzt angekommen. Mhm. Und du bist aufgeregt. Ja. Ich bin auch aufgeregt. Sollen wir schon sagen, bei welchem Autohaus wir sind? Oder sollen wir das dann gleich erst? Ich glaube, man sieht es gleich ganz gut. Wahrscheinlich sieht man es gleich schon. Wir haben auf jeden Fall den Polster auch mal zum Laden hingestellt. Das ist nämlich praktisch. Mhm. Und wahrscheinlich erahnt man jetzt im Hintergrund schon ein, zwei Autos. Ja. Die es sein könnten, theoretisch. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken mal, wo das Auto dann steht. Yeah. Was da wohl drunter steckt. Ob das Auto das ist? Aber noch sieht man nichts. Okay, aber spätestens jetzt weiß man, welche Marke es ist. Jetzt weiß man, welche Marke es ist. Jetzt weiß man wahrscheinlich auch, welches Auto es ist. Aber wir wissen noch nicht, welche Farbe und sieht man es irgendwo? Nee, man sieht es nicht. Okay, ich freue mich auch so einfach, dann gleich mal damit zu fahren und uns mal reinzusetzen und so. Auch die ganzen Funktionen. Ich weiß selber nicht, was das Auto alles kann. Wie cool ist es, dass da einfach ein Tuch drauf ist? Darf ich das dann so wegziehen? Der sieht cool aus. Wie schön die Farbe. Oh, wie geil. Nice. Oh, sehr schön. Mega schön, das dunkle Blau, oder? Oh, geil. Ist der offen? Oh, nee, ist noch zu. Ah. Perfekt. Okay. Wow. Kannst du dich mal reinsetzen? Oh mein Gott. Oh, geil. Oh, ich mag es, dass man so ein bisschen höher sitzt. Mhm. Ja, wie schick einfach. Also hier sehe ich mich. Also, okay, da passen, Koffer und alles passt easy rein. Da passen meine Sachen. Fünf andere rein, die ich mit nach Leipzig immer nehmen muss. Und noch mehr. Muss mal gucken mit dem Kabel. Ich hoffe, das ist lange. Doch, das reicht. Doch, das ist locker einen Meter länger als das mitgelieferte, was bei mir im Polster war. Ja, dann haben wir das, die Öffnung für den Kabelschacht. Ah. Hier jetzt? Genau, dann drück mal drauf. Und dann geht vorne. Ja, jetzt ist vorne aufgeräumt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh. Oh, das ist so praktisch. Das wird problemlos. Sieht auch echt cool aus. Ja, das wird problemlos reichen mit der Kabellänge. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht cool. Ah ja, sehr cool. Genau, und dann zum Schnellladen hier den. Ne? Genau. Hört sich voll cool an, oder? Ja. Voll süß. Ich habe gerade noch Geburtstagsblumen von Renault bekommen. Und hier ist auch schon die kleine Zoe. Was hältst du davon, wenn wir mal ein paar Aufnahmen machen und dann drehen wir eine Runde? Ja, ich bin richtig aufgeregt, mal das erste Mal in der Zoe zu fahren. Die erste kleine Testfahrt. Voll krass, dass das Auto jetzt einfach für die nächsten 3 Monate einfach mir gehört. Wie cool ist das? Das ist mega.
So, ich schneide mich jetzt mal an. Spiegel und alles sind eingerichtet. Mhm. Genau, ja, wir müssen es hier noch ein bisschen zurechtfinden, beziehungsweise ich mit den ganzen Knöpfen, weil es ja doch nochmal ein bisschen was anderes ist. Aber es wird schon. Ja, klar, auf jeden Fall. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Mach mal ein anderes Auto. Ja. So, jetzt auf Drive. Okay, und let's und go. Und ab geht die Post. Oh, warte, ich warte kurz noch, bis das Auto da hinten vorbei ist. Ja, komm, dann aber ich muss sagen, ich fühle mich hier echt richtig wohl drin. Ne? Das Einzige, was wir noch gucken müssen, ob man den Sitz ein bisschen tiefer schrauben kann, weil das ich irgendwie ein bisschen hoch sitze. Aber ansonsten ist es echt sehr bequem. Und man hat erstaunlich viel Platz. Man hat super viel Platz, also damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, ich fühle mich irgendwie jetzt schon total wohl hier drin. Okay, let's go. Oh. Okay. So. Und Juhu, was sagst du? Voll schön. Also ich fühle mich auch sicher als Beifahrer. Ich muss sagen, es ist richtig, ich mag es auch total gerne, wenn man aufs Gas drückt. Die gibt so richtig schön Gas, aber auch nicht zu viel, nicht zu wenig. So ganz perfekt einfach irgendwie. Ja. Lenkrad ist auch voll schön. Ja. Boah, es fährt sich richtig gut. Wirklich. Das freut mich. Das ist toll. Aber voll cool. Ich freue mich schon richtig doll hier mit dann auch mal nach Berlin zu flitzen. Oh, das wird so zur cool. Arbeit. Ich bin auch mal gespannt, was dann die Reichweite sagt. Aber die sollte eigentlich easy ausreichen. Ich bin auch richtig gespannt, wie das dann mit dem Laden so läuft. Auch in Berlin mit den Ladesäulen. Ich finde das so krass. Die Zoe kann einfach doppelt so schnell aufladen, so an normalen Ladesäulen in der Stadt, wie der Polestar oder auch wie ein Tesla. Bitte bleib rot, bitte bleib rot. Und Kickdown. Juhu! Ja. Boah, ja, desto schneller man wird, desto stärker beschleunigt der. Das ist schon nicht schlecht. Wie viel PS hat der eigentlich? Boah, ich weiß das gar nicht. Soll ich mal nachgucken? Ich finde das ultra krass, wie sicher ich mich fühle. Ich meine, du weißt selber, im Polestar zum Beispiel, wenn ich alleine fahre, bin ich schon manchmal so ein bisschen unsicher. Ja. So, weil der halt, also ich weiß auch gar nicht warum, aber hier fühle ich mich einfach so sicher. Und ich glaub, aber mit dem flippst du auch echt hier einfach ganz gut rum, außer durch den Kreisverkehr und so. Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, weil man ein bisschen höher sitzt, weil einfach die Scheiben größer sind und so. Dein Auto ist halt auch einfach ein krasser Sportwagen. Und das hier ist halt einfach so das perfekte City-Auto. So. Und hier rechts rein. Das perfekte City-Auto. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich... keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich fühle mich auf jeden Fall sicher und das ist ja... Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Wie viel PS hat denn jetzt eigentlich die Zoe? Hast du es jetzt nachgeschaut? Oh, da hätte man natürlich auch drauf kommen können. Was denn? Das Auto heißt Renault Zoe R135. Hätte man auch drauf kommen können. Also ich wusste nicht, dass das Auto R135 heißt. Also ich wusste es nicht. Du schon. Wie schnell fährt das Auto maximal? 140 oder so, ne? Also perfekt auf der Autobahn. Und wenn man 140 fährt, kommt man trotzdem über 250 Kilometer. Ja, das ist halt geil. Oh, ich habe jetzt schon so Lust, irgendwie so eine Langstrecke hier mitzufahren. Lass mal machen. Und dann gucken wir, wie weit der Akku hält. Yes, darüber könnte man eigentlich auch ganz gut ein Video machen, oder? Also falls euch das interessiert, schreibt das doch in die Kommentare. Einmal der Polestar. In Blau. Und die Zoe in Blau. Ich finde, die matchen auch ganz gut, die Farbe, ja, oder? Ja, das stimmt. Und das ist jetzt sozusagen für die nächsten 3 Monate der Fuhrpark. Juhu! Ich finde das voll geil. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt so die Erfahrungen die nächsten 3 Monate werden. Ich auch, sowas von. Weil, ich meine, wenn du sagst, ein Auto bringt dir im Alltag viel und wenn es sogar noch günstiger ist als Zugfahren und so, können wir mal gucken, wie es mit dem Leasingvertrag und so aussieht. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt erstmal 3 Monate hier dich ausprobieren kannst. Ja, definitiv. Deswegen geht auch noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Car Union. Das ist der Renault-Händler hier in Leipzig. Und die haben uns jetzt, beziehungsweise Lotti, ermöglicht, für 3 Monate mit der Zoe rumzufahren und mal ein paar Erfahrungen zu sammeln. Und ihr werdet hier natürlich auch ein paar Videos bekommen. Und wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort packe ich euch die Website rein. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch mal eine Runde. Ne? Ja. Perfekt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also bis dahin. Ciao.